Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, warum Sie unbedingt einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche für das Thema Personalbeschaffung haben sollten. Und zwar spielt es dabei keine Rolle, ob Sie jemanden einstellen, der das fest macht, oder eine Agentur nehmen, wie uns zum Beispiel, die sich um dieses Thema kümmert. Denn Personalbeschaffung ist Arbeit ohne Ende und muss wirklich professionell gemacht werden. Da muss sich eine oder mehrere Personen intensiv drum kümmern. Und ich sehe leider oft bei kleineren mittelständischen Unternehmen, gerade bei uns aus der Baubranche, dass die Chefs das noch selber mitmachen. Dass der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin sagen, ja komm, mach ich mit, Personal kann ja nicht so schwer sein. Ne? Aber was alles dahinter steckt und die drei größten Aufgaben, die Sie bewältigen müssen, um an anständige Mitarbeiter zu kommen, sind folgende und die kosten Zeit. Die drei will ich Ihnen jetzt hier zeigen und das sollten Sie nicht unterschätzen. Und zwar ist der erste Punkt, was Sie machen müssen, wenn Sie jetzt einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin suchen, Sie müssen erstmal die Stelle beschreiben. Ja, das heißt, der erste Punkt ist die Stellenbeschreibung. Stellenbeschreibung. Ja, alleine da müssen Sie schon Zeit für aufwenden. Sie müssen sich überlegen, was muss die Person, die ich suche, genau können, wissen, welche Benefits biete ich dem oder derjenigen, damit sie auch wirklich in mein Unternehmen kommt und hier sich das vorstellen kann, bei uns zu arbeiten. Ne? Also das ist nicht mal so eben gemacht, sondern muss auch wirklich up to date sein, muss attraktiv sein. Muss schon was dahinter sein. Also da muss man sich drum kümmern. Und man kann nicht einmal eine Stellenbeschreibung machen und dann bleibt die so. Sie wissen selber, die Berufe ändern sich, die Bezeichnungen ändern sich, Ihre Vorteile als Firma ändern sich, Sie als Firma ändern sich. Das muss alles mal berücksichtigt und up to date sein. Also das ist das Erste, was jemand machen sollte und nicht Sie als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Das Zweite ist, Sie müssen, wenn Sie eine Stellenbeschreibung gemacht haben, auch Anzeigen schalten. Und zwar reicht es heutzutage nicht mehr aus, einfach auf irgendeinem Stellenportal eine Anzeige hochzuschalten. Sie müssen da noch ein bisschen was designen. Sie müssen da die Texte anpassen für die Anzeige. Sie müssen da Geld investieren, überlegen, was werbe ich wo, wie investiere ich das, gehe ich auf Social Media, gehe ich nur auf die klassischen Stellenportale, wo sind meine Zielkunden, also Zielkunden, Zielbewerber, wo halten die sich auf, wo erreiche ich die, muss ich vielleicht noch Plakate machen, muss ich vielleicht noch Radiowerbung schalten, je nachdem, was sie an Budget zur Verfügung haben, müssen sich das alles überlegen. Und vor allen Dingen so überlegen, dass es auch funktioniert, dass dann auch die Leute sie sehen und sie sichtbar werden bei ihrer Zielgruppe, also den Bewerbern, die sie haben wollen für diese Stelle. Aber das ist auch Aufwand ohne Ende, das richtig zu machen, das richtig zu designen. Und wenn Sie das so nebenbei machen, neben Ihrem Job als verantwortlicher Unternehmensführer oder Führerin, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Konkurrent, der da einen Profi mit beschäftigt, schon im Vorteil sein könnte. Nicht muss, aber könnte. Deshalb empfehle ich Ihnen, lassen Sie es von einem Profi machen. Und der dritte Grund, den ich halt immer klarer für mich sehe, warum es so wichtig ist, jemanden zu haben, der sich darum kümmert und Sie das nicht als Chef machen sollte, ist, Sie müssen Interviews führen. Und zwar ohne Ende. Jetzt sagen Sie sich, okay, spreche ich halt mit einem Bewerber, ich habe ja eh nicht so viele Bewerber und wenn man dann einer kommt, dann rede ich halt mit ihm. Aber das ist eben das falsche Denken. Sie sollten mit den Maßnahmen 1 und 2 dafür sorgen, dass möglichst viele Bewerber kommen. Am liebsten 10 bis 20 Bewerber für eine Position, die Sie suchen. Also wenn Sie jetzt einen Bauleiter suchen beispielsweise, oder ein Polier, dann sollten Sie mindestens 20 bis 25 Bewerber sogar generieren, damit wirklich ein guter oder idealerweise sehr guter übrig bleibt, den Sie auch einstellen können. Denn der Markt ist nun mal so. Die Leute suchen, die Leute können sich die Jobs aussuchen und überhaupt 25 Bewerber zu kriegen, ist schon eine Kunst für sich. Aber das kriegen Sie hin, wenn Sie das hier richtig machen.
Aber Sie müssen auch mit allen reden, denn Sie wissen ja nicht im Vorhinein, wer von diesen 25 der passende Kandidat ist. Denn die Unterlagen sind zwar teilweise aussagekräftig, so ein Zeugnis, so ein Lebenslauf, da sehen Sie schon einiges, können Sie schon einiges daraus erkennen, aber ob das wirklich der richtige Mensch ist, der zu Ihrem Unternehmen passt, das finden Sie nur heraus, wenn Sie mal mit dem gesprochen haben. Und da brauchen Sie Zeit für. Das frisst am meisten Zeit, dass Sie Interviews führen. Weil das haben Sie einmal aufgesetzt für eine Stelle, dann haben Sie Ruhe, aber hier, wenn sich dann Leute bewerben, dann müssen Sie erstmal gucken, sind die Unterlagen in Ordnung, müssen hinterher telefonieren, wenn die Unterlagen nicht geschickt haben. Sie müssen die kriegen, Sie müssen die erstmal erreichen. Die sitzen ja nicht zu Hause rum, sondern arbeiten ja wahrscheinlich woanders. Und bis Sie die kriegen und dann einen Termin mit denen gemacht haben, kann auch nochmal dauern. Also es frisst alles Zeit. Und dann müssen Sie idealerweise auch noch einen Leitfaden haben, dass Sie nach den gleichen Kriterien die Interviews führen, das irgendwo aufschreiben und dann vergleichen und dann erst entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Ich empfehle Ihnen da auf jeden Fall, mehrstufig zu arbeiten. Nicht den Erstbesten zu nehmen, sondern wirklich viele Bewerber zu generieren, aus diesen Bewerbern die Besten rauszupicken, das kriegen Sie aber nur raus mit Interviews, und die dann halt nochmal eine zweite Runde drehen zu lassen. Und dann können Sie als Chef, wenn dann halt der Personalverantwortliche oder Ihre externe Dienstleister für Sie das alles gemacht hat, dann können Sie als Chef quasi von den besten Bewerbern, die dann hinten bei diesem Prozess rauskommen, diejenigen interviewen, wo Sie sagen, okay, von den 25 sind vielleicht 3 in der engeren Wahl, und da nehmen Sie sich natürlich die Zeit und sprechen mit denen, weil das ist natürlich Chefsache, den oder diejenige dann auch wirklich einzustellen und zu sagen, ja, wir nehmen dich, aber dann sind die ja schon vorgefiltert. Dann ist das hier alles schon passiert und das hier sind 90% der Arbeit. Den letzten Kick, das letzte Okay und die Endkontrolle sind 10%. Aber das sollten Sie natürlich machen, das ist Chefsache. Aber die 90% sollten Sie nicht machen, das können Sie auslagern. Entweder Sie stellen jemanden ein, der das professionell macht für Sie, können auch natürlich ergänzend für die einzelnen Sachen sich noch Hilfe holen, je nachdem, wie dringend und wie intensiv Sie suchen wollen. Aber grundsätzlich lagern Sie es aus, entweder durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder durch einen professionellen Partner, und konzentrieren Sie sich wirklich nur auf die besten Bewerber, dass Sie die dann halt nochmal in der letzten Qualitätskontrolle sich angucken, mit denen sprechen, vielleicht nochmal zur Probearbeit einladen und dann erst entscheiden, wen Sie einstellen. Wenn Sie da Unterstützung benötigen, wie Sie das hier machen, melden Sie sich bei mir. Unter dieser Webseite finden Sie einen Link. Unter diesem Video finden Sie einen Link zu unserer Webseite. Da können Sie einen Termin mit mir buchen oder mich einfach anrufen und ich berate Sie im ersten Schritt kostenlos, was Sie da alles machen können und wie das in Ihrer Region am besten funktioniert, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um an gute Bewerber zu kommen und die Besten davon auch einzustellen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis dann, Ihr Marco Miosic. Ciao.